Jo Leute, herzlich willkommen zur 13. Folge Titanfall 2. Und wir hören, wir fangen wieder da an, wo wir letztens aufgehört haben, bei der Lade. So, wir haben hier eine richtig fette Waffe am Start. Ah, wir können nicht mitschießen, schade. Scheiße. Der macht unsere Kollegen kaputt. Sehr tief. Ich habe ein gutes Signal. Viper. Das war's für uns wohl. Ich hab dich, Kleiner. Oder auch nicht. Oh. Das hat uns erwischt. Gern geschehen. Leute, wir haben jetzt eine andere Waffe bekommen. Verstanden, 6-4. Sie schaffen das, Cooper. Und er wirft uns wieder. Wie letztes Mal. Nein, bei Würfen zwischen zwei beweglichen Plattformen müssen deutlich mehr Variablen berechnet werden. Viel Glück. Oh. Sieht nicht so gut aus. Aber der hat uns doch gefangen. Okay. Guter Sprung! Wir geben von hier Deckung zu. Drücke, feindlicher Teilpilot in Drohne vom Schritt! Oh Gott, alles bewegt sich. Gegner unter der Kappe! Hinter der Ecke, linke Seite sicher! Ey, ich komme hier nicht hoch. Mastiffs, ganz viele. So, das sind sie weg. Wer hat das jetzt gesagt? Der Feind oder meine Kollegen? So, nehme ich mal die Volt. Ja, die ist ganz nice. Oh Gott. Ja, die Volt ist ganz nice. So, dann würde ich an dieser Stelle schon mal sagen, lasst doch jetzt schon mal Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und mir würde es helfen. Commander Briggs, hier ist die Braxton. Wir werden zwischen den Geschützen der Malta und diesen fliegenden Zeiten aufgerieben. So. Wir arbeiten dran. Durchhalten. Cooper ist unterwegs zur primären Geschützbatterie der Malta. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Cooper, Beeilung! Ich beeile mich doch. So, was muss ich machen? Kurs beibehalten! Mein Gott!
So, die sind erstmal mit dieser Granate beschäftigt. So, finishen wir den mal. Bam. Uiuiui. Erstmal kurz zurückziehen. Uiuiui. Gut. So. Wir müssen erstmal hier den Geschützpiloten ausschalten. Scheiße. Ja, okay, das läuft. Das ging nach hinten los. Aber das schaffen wir noch. So. Der ist weg. Na, die haben auch Thermalsterne. Wir sehen unsere Deckung! Wir sind gerade zerstört! Holen wir sie uns! Ich müsste mal die Sniper benutzen, um den hinteren zu kriegen. Den habe ich. Hoffe ich. Nicht. Jo, wie viel hält er aus? Mieser Kerl. Ja gut. Let's go. Weg, Ware. Ich sehe keine Feinde mehr. Bereit halten, Cooper. 6-4 kommt an Bord. Auf der Malta sind noch immer aktive Flugabwehrkanonen. Sie müssen auf der Brücke deaktiviert werden. Nice, da ist Davis. Nice. Gute Arbeit, Cooper. Guter Feuerschutz. Wir sind für dich da. Meine Briggs, wir werden Ihre Hilfe brauchen. Sehr freundlich. Verstanden, Bär. Bin unterwegs. Zur Brücke geht's durch den Hangar da drüben. Irgendwelche Vorschläge? Briggs hier, was soll ich machen? Wir schließen und Schiff ruhig halten. Er denkt nicht. Nein, nein, Moment mal. Mir nach. Ich liebe diesen Job. Das ist nie langweilig. Wenn man seinen Job liebt, das ist nice. Goblin Bravo 6, vereinfacht für Boarding und Vorflugkontrolle. Dort machen. Geschluckt. Den kick ich runter. Bam. Die Stalker hasse, ey. Jo, die haben alle diese OP-Laserwaffe. Weg ist er, ich hasse Sniper. Zum Glück habe ich mir die Sniper doch mitgenommen. Ich habe erst überlegt, ob ich die wegtue. So. Ich folge mal den da. Der hat doch gesagt, mir nach. Log, jo. Okay, die haben auf jeden Fall was drauf. Mehr als ich. Sollte aber auch so sein. Und warum komme ich die Brücke nicht hoch? Ah. Ich darf nur laufen anscheinend. Wo genau muss ich denn hin?
Ach, da hoch, oh. Ding ist kugelsicher. Wir versuchen es durchs Glas. Ziel erfassen. Sind über der Treppe. Henker auf den Zwischendeck. Bodenladungen sind bereit. Hey, gut, passen Sie auf, wie die 6-4 das macht. Sind Sie bereit, Pilot? Ja, natürlich. Das bin ich. Durchbruch, Durchbruch! Am Tisch. Jo, das ist nice, mit den Typen eine Mission zu machen. 6-4 zu mir. Cooper, zur Konsole des Captains. Deaktivieren Sie die Geschütze. Okay. Let's go. Ja. Cooper an die Konsole. Deaktivieren Sie die Geschütze. Chillt mal eine Runde. Ich bin nicht so schnell. Commander Briggs, Malta gehört uns. Verstanden, 6-4. Cooper, die Brücke ist immer noch unter Ihrer Kontrolle. Bringen Sie die Malta mit Ihrem Datenmesser hinter die Draconis. Barker, bringen Sie BT zurück zu Cooper. Alles klar, ich muss jetzt das Schiff steuern. Festhalten, Blechmann! Alle Rufzeichen! Erledigt eure Gegner und kommt zur Draconis! Los geht's! Der Kurs ist perfekt, jetzt müssen Sie nur noch halten! Der Kurs ist perfekt, das freut mich. Genau, sehr gut. Du bist enthalten, Cooper. Hab lang genug auf ihn aufgepasst. Perfekt. Ist das BT? Ja. Steuerübergabe an Pilot bereit. Nice. Cooper, wir geben Ihnen von hinten Deckung. Sichern Sie das Deck und dann ab zur Draconis. So, inwiefern soll ich denn das Deck sichern? Udo 1, Viper ist in Position. Ihre Reise endet hier, Pilot. Ach, deswegen. Es gibt keine Kopf und kein Verständnis. Okay. Da müssen wir doch mal den... Ja, die schicken gleich zwei auf mich. Ja, wow. Wenn ich erstmal die besiegen muss, da brauche ich jetzt noch keine Sniper nehmen. Machen wir erstmal den hier kalt. So. So, wo ist denn der Viper? Ja, schade, der hat alles weggetankt. Ja, vielleicht ist auch dein letzter Ausflug. Ja, der ist stärker als die jetzigen Gegner. Ja, ich weiß, dass ich kämpfe nur auf Boden. Meistens. Der redet sogar in zweiter Person. Ach, da ist noch eine Energiezelle. Ich dachte, die wollten mich unterstützen. Naja, gut, machen sie ja auch ein Bang. Ich muss erstmal näher rankommen. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Viper wurde abgeschossen. Verstanden, gehen Sie an Bord. So, Viper's weg. Wir bereiten den Transfer vor. Cooper, bereit machen für Wurf. Und damit würde ich sagen, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten
Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sehen wir uns da wieder. Ciao.